geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute widmen wir uns einem der unbeliebtesten, unnötigsten Features, oder wie will man es nennen, hier in F1.23. Und zwar den Supercars, den guten alten Pirelli Hot Laps. Wer liebt sie nicht? Keiner liebt sie so ziemlich. Übrigens habe ich gerade, bevor ich die Aufnahme hier gestartet habe, voller Schrecken festgestellt, dass das irgendwie noch ein bisschen unattraktiver geworden ist, als es in F1 22 schon war. Da gab es ja nämlich wirklich so einen kompletten Menüpunkt, der hieß Pirelli Hot Laps. Da hatte man alle zur Auswahl, die es auch in der Karriere immer gibt, konnte die spielen, konnte da so Medaillen sammeln, je nachdem wie gut man das geschafft hat. Hier gibt's das einfach nicht, sondern es gibt nur in F1 World hier gerade eine Pirelli Hot Lap zur Auswahl. Ich hoffe, wenn wir die abgeschlossen haben, kommt eine andere, davon gehe ich zumindest mal aus. Aber ja, also, wenn man schon dachte nach 22, dass die Supercars nicht noch uninteressanter werden können, doch, da hat man seine, Alter, seine Rechnung nicht mit EA gemacht. Man kann das hier nicht mal normal spielen, ohne irgendwas einzulösen, das haben wir gerade getan. Mit einem Ferrari Roma werden wir unterwegs sein in Monza, das ist also schon mal ein guter Anfang. Wie man sieht, ich habe unfassbar viele der Supercars schon freigeschaltet. Nämlich genau dieses eine. Und mit dem machen wir uns jetzt hier an die Arbeit. Ich bin gespannt, wie das so wird. So, wie genau starte ich das jetzt? Alter, ich kann mir hier irgendeinen Text über das Auto anschauen, aber nicht spielen, oder was? Hallo. Ich würde das gerne spielen. Ach jetzt, aber man muss nochmal rausgehen und dann nochmal drauf. Na klar, warum auch nicht? Was haben wir denn hier? Eine Average Speed Zone? Das sagt mir sogar noch was aus 22. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, vielleicht täusche ich mich, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich noch nicht einen Meter mit irgendeinem Supercar gefahren bin in diesem Spiel. Zeigt, glaube ich, auch, wie sinnvoll die sind. Also, warum man das gebracht hat und die Classic Cars rausgenommen hat. Eins der größten Rätsel aller Zeiten, ne? Wird man, glaube ich, nie verstehen. Aber okay, ich sehe auch, hier gibt es diese Medaillen, wie das letztes Jahr der Fall war. Natürlich werden wir versuchen, das auf Gold hinzubekommen. Falls das jetzt zu nervig sein sollte, dann vielleicht auch nicht. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Man hat hier so einen gewissen Abschnitt, muss in dem eine bestimmte Geschwindigkeit haben. Ich weiß gar nicht, welche Kameraperspektive hier die beste ist. Aber die hier ist vielleicht ganz nett. Eine Sache, die ich noch weiß, oh ja, und die sich auch nicht geändert hat, ist, dass diese Supercars sich unterirdisch anfühlen. Die sind so schwer, so wenig wendig irgendwie, das ist einfach echt nicht schön zu fahren. Und diese eine Kurve, die wir gerade gefahren sind, hat auch schon gereicht, um mir einen Eindruck davon zu verschaffen, wie die dieses Jahr so sind. Nach dieser letzten Kurve endet das aber schon, also nur Parabolika müssen wir hier normal hinbekommen. Und dann können wir das hier schaffen. Wo bremst man denn? Bei 100? Ja, boah. Also mir ist klar, dass das kein Formel-1-Auto ist. Dass das ein bisschen, langsamer ist und so. Aber auch im Vergleich zu anderen Rennspielen, in denen man derartige Autos hat, ist das nichts. Okay, das hier ist aber sehr, sehr geschenkt. Wow. Da hätten die deutlich noch das Ziel erhöhen können. Um 10 km/h oder so. So war das ja ganz easy. Ach so. Ach, natürlich, auch wenn man es schon geschafft hat, macht man auch noch den dritten Versuch von 3, ne? Ist ja völlig logisch. Naja, mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja Richtung 180. Nein, schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht, weil dieses Scheißding einfach nicht lenkt. Das ist, als würde man mit einem LKW fahren. Unfassbar. Aber hey, das war ja ein entspannter Anfang. Ich glaube, da gibt es auch noch durchaus schwierigere Challenges. Ich hoffe mal, dass jetzt eine weitere verfügbar ist, wenn wir das schon geschafft haben. Welches ist halt immer noch das, aber das wird jetzt bitte nicht... Das ist dasselbe. Hä, also man kann nur eins davon spielen erstmal immer, oder was? Verstehe ich das richtig? Ey, diese Supercars, die sind ja unfassbar scheiße. Also, wirklich, da kann ich ja nichts Positives zu sagen. Man kann ja nicht mal rennen mit den Spielen, ne? Das ist eh die Höhe. Man kann das nur im Zeitfahren, glaube ich, noch. Und diese Pirelli Hot Laps, die kann man... Die gibt's nicht mehr, oder was? Ehrlich gesagt bin ich an dieses Video rangegangen, habe das Spiel gestartet, mit dem Gedanken, dass das so ist wie in 22. Man wählt sich welche aus, davon spielen wir ein paar. Und ja, das ist dann ganz nett, aber das ist nicht nett. Aber komm, hey, damit dieses Video hier nicht komplett in den Sand gesetzt ist, schauen wir uns die Supercars doch im Zeitfahren an. Da gibt es zumindest ein Video auf meinem Kanal, was den Supercars irgendwie gewidmet ist. Und das gefällt dem Spiel scheinbar gar nicht. Der ist nämlich abgestürzt. Wundervoll.
Oh, gib mir doch einfach meine Classic Cars wieder. Die waren um Welten cooler. Also klar, auch mit den Classic Cars hat man nicht jeden Tag gespielt, unendlich lang. Aber da konnte man schon immer mal wieder irgendeine coole Challenge machen oder mal ein Rennen spielen oder so. Wenn man mal so ein Time Trial Ding sich, so ein Ziel sich setzen, was man dann irgendwie unterbieten muss, irgendeine alte Pole-Zeit oder so. Das war so viel cooler. Mit den Dingern, ey, das kannst du komplett vergessen. Mal gucken, ob das Spiel jetzt Bock hat. Kann ich mir jetzt die Supercars hier anschauen wenigstens, von denen ich übrigens keins besitze. Also das ist auch gleich so eine interessante Sache. Das sind scheinbar alle, die es gibt. Nicht mal das weiß ich. Ich weiß nicht mal, was es hier gibt. Also ich bin da komplett uninformiert. Komm, wir holen uns einfach mal das Safety Car. Wie kann ich mir das jetzt holen? Warum kann ich mir das nicht hier holen? Warum kann ich mir das hier nur anschauen? Muss ich ja auf... Nee, muss nicht auf Garage. Wo kann ich mir denn Autos holen, Mann? So, ich glaube, ich habe es entdeckt. Um sich ein Auto kaufen zu können, kann man natürlich nicht auf Zeit fahren. Und wenn man es dann starten will, sich das kaufen und losfahren. Nein, man muss ja auf Showroom gehen, muss runter zu den Supercars, muss zu den gesperrten Supercars. Und da kann man die dann hoffentlich freischalten. Wir haben irgendwelche Supercar-Marken hier. Ich schätze mal, die sammelt man, wenn man das Spiel spielt, einfach. Weil mit den Supercars hatte ich noch nicht viel zu tun. Aber wir verschwenden jetzt, oder was heißt verschwenden? Verbrauchen jetzt einfach mal all diese Marken, holen uns hier ein paar von den Supercars. Die sehen ja hübsch aus. Das sind coole Autos, ne? Das kann man gar nicht sagen. Haben wir genug Marken für alle? Wir haben sogar tatsächlich genug Marken für alle. Ja, ich denke, also es muss eigentlich so sein, dass man die dann auch in der Karriere irgendwie bekommt, wenn man da eine gewisse Anzahl an Rennen hat oder irgendwas Besonderes schafft oder so. Von woanders kann das nämlich nicht kommen, weil, wie gesagt, ich habe das Spiel kaum online gespielt, ich habe nie die Dinger hier angefasst. Aber das ist doch schön, jetzt haben wir alle, die hier verfügbar sind und können damit hoffentlich ein bisschen Spaß haben. Obwohl, ich glaube, Spaß und diese Autos in einem Wort, in einem Satz, nee, das passt nicht so ganz. Ah, jetzt haben wir die hier alle. Ja, wo wäre jetzt das Problem gewesen, das Menü, was komplett woanders ist, hier zu machen? Das wäre doch viel sinnvoller. Naja, komm, wir legen direkt mal los. Ich wollte ja mit dem Aston Safety Car spielen. Das machen wir auch direkt auf... Kann man irgendwie zufällige Strecke machen? Nee, kann man nicht. Komm, scrollen wir ein bisschen rum. Aha, die wird's in Zandvoort. Okay, boah, ich glaube, Zandvoort wird sogar eine ganz, ganz schwierige Strecke. Auch noch mit diesen langgezogenen Kurven da. Das wird sich nicht schön anfühlen mit den Dingern. Ich weiß auch echt nicht, welche Kamera man hier am besten verwendet. Entscheide mich jetzt einfach mal für das Cockpit. Das sieht dort am... Ja, am realistischsten, am coolsten aus. Man muss sagen, der Sound ist sehr geil. Oh ja. Oh ja. Also, um ja auch nicht nur negative Sachen zu sagen, das hört sich schon sehr cool an. Vor allem beim Hochschalten. Da hört man so richtig die Flammen aus dem Auspuff rausschießen. Das ist schon eine coole Sache. Erste Runde, ich weiß nicht, was hier unser Ziel ist. Einfach irgendwie eine cleane Runde hinbekommen. Alle Autos so ein bisschen zeigen. Was, glaube ich, schon schwer genug wird. Ach, hochschalten wäre vielleicht eine gute Idee. Wow. Okay. Interessant. Sehr, sehr interessant. Erster Sektor. Also, ich glaube, dieser Teil geht sogar noch. Der ganz Anfangsteil. Also, solche langsameren Kurven nicht das Problem sind. Sehr, sehr schlimm wird wohl das, was jetzt gleich auf uns zukommt. Das ist ja in F1-Autos teilweise schon gar nicht mal so easy. Jetzt mit den Dingern hier. Wow. Ey, nicht mal, das kannst du mir noch nicht erzählen, dass so ein Auto so eine Kurve nicht ansatzweise Vollgas hinbekommt. Also wenn das so ist, dann okay, aber das will ich irgendwie nicht wahrhaben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist doch auch kein Opel Corsa hier. Das ist doch ein geiles Supercar. Das fühlt sich, also muss man schon sagen, wenn man das fährt, das fühlt sich an wie ein Straßenauto, ne? Also da kann ich ja auch gerade mit meinem Golf um die Strecke fahren. Das ist ungefähr genauso schnell. Oh wow, schwer die Kurve jetzt zu sehen. Das ist natürlich das Interessante an der Cockpit-Cam. Ich weiß auch nicht, ob wir die beibehalten werden. Vielleicht switche ich die Kameras auch so ein bisschen rum. Das ist immerhin schon mal eine ansehnliche Runde. Sehr viel mehr muss ich mir davon auch tatsächlich nicht geben, hier auf dieser Strecke. Ja, also es lässt sich fahren. Es lässt sich fahren, ne? Das ist jetzt nicht fatal. Schön ist das halt nicht. Schön ist das halt nicht. Also man kann auf jeden Fall Sinnvolleres mit seiner Zeit anfangen. Vor allem ist das halt das Einzige, was man machen kann. Das ist ja... Ich verarsche das ja nicht nur. Also ich verarsche es, aber aus gutem Grund, weil das wirklich das Einzige ist, was man machen kann. Neben dieser einen Pirelli Hotlap, die man da hat. Ich weiß nicht, ob man irgendwie im Laufe der Zeit noch mehr freischaltet. Und klar, in der Karriere hat man immer diese Hotlaps. Aber das war's halt. Das war's. Es gibt keine Rennen...
nichts einfach. Ja gut, immerhin kann man hier wie mit den F1-Autos auch schnell die Strecke switchen, muss da nicht nochmal raus und wieder rein. Wir nehmen einfach mal den McLaren Artura hier in Katar, da natürlich dann bei Nacht. Man kann ich da nicht bei Nacht spielen? Das, das wird schon immer lustiger, oder ist offiziell dann Nacht? Ich gehe mal davon aus, dass offiziell Nacht ist. Ja, ja, ist es auch. Okay, nun spielen wir mal mit der Dachcam hier, um auch da ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Also eine Sache, die ich super geil finde, ist der Sound. Auch bei diesem Audio hier jetzt. Wow, das haben die wirklich geil hinbekommen. Das klingt super. Vorhin bei dem Aston schon, bei dem Ferrari, den wir ganz am Anfang hatten. Der McLaren hier jetzt auch. Das ist geil. Das macht wirklich Spaß. Aber es ist leider der einzige Punkt, der Spaß macht. Ey, das Ding hat Bremsen. Wirklich, das ist nicht zu fassen. Das kannst du keinem erzählen. Okay, man muss auch dazu sagen, ich bin natürlich nicht der Allergeübteste mit dieser Art Autos. Also jemand, der damit besser klarkommt aus anderen Spielen, der wird wahrscheinlich auch hier weniger Probleme haben. Ich versuche das dann immer zu sehr anzugehen wie in einem Formel-1-Auto. Das ist natürlich Quatsch. Aber dennoch, wenn man das vergleicht mit irgendeinem Gran Turismo oder was weiß ich, was ich schon auch mal gespielt habe, so ist es nicht. Das ist nix. Das ist wirklich, das fühlt sich so schwer an. So, wie lang? Guck mal, wie das untersteuert. Ohne Ende. Wow. Ey, das ist wirklich, es ist krank. Wie lange man warten muss, um aufs Gas zu gehen. Boah. Und es ist so langsam. Das ist so langsam. Auch hier, niemals kriegst du sowas Vollgas hin. Direkt Track Limits da am Ausgang. Unfassbar. Unfassbar. Katar ist dafür, glaube ich, auch echt eine interessante Strecke, um das zu demonstrieren. Hier schnellen, allein auch schon so Medium-Speed-Kurven, die sind es halt gar nicht mit diesen Autos. Die langsameren, so wie jetzt die Hairpin hier, ja, das kriegt man hin, aber ich meine, welches Auto kann keine langsamen Kurven irgendwie akzeptabel fahren, ne? Also das ist nun wirklich nichts allzu Besonderes. Ja, dennoch gelingt es hier irgendwie clean rumzufahren. Ja, und ich genieße den Sound sehr, das sage ich gerne nochmal, das ist schon geil. Klingt super. Klingt wirklich super. Wenn sich das auch noch ansatzweise irgendwie so gut fahren würde, wie es klingt, dann wäre das eine sehr, sehr schöne Sache. Ist leider nicht der Fall. Letzter Sektor. Jetzt diese Dreifach-Rechtskurve hier, die wird auch lustig, oder? Formel-1-Auto, easy Vollgas, zumindest die ersten beiden. In dem Ding hier natürlich nicht mal ansatzweise. Ja, es geht irgendwie. Also man gewöhnt sich natürlich auch dran. Ist klar, dass das jetzt mit der Zeit ein bisschen angenehmer wird. Was wir gleich auf jeden Fall mal probieren müssen, ist ein Stadtkurs. Weil es schon immer mal wieder passiert, dass man ein bisschen weit rauskommt, ein bisschen untersteuert. Und wenn da dann keine Auslaufzone ist, sondern eine Wand, ist das, glaube ich, nochmal eine andere Geschichte. Das machen wir auf jeden Fall gleich mal. Was? War jetzt aber sogar, würde ich sagen, so für den ersten bzw. zweiten Versuch eine akzeptable Runde. Auch den McLaren hier haben wir gesehen. Also optisch, soundtechnisch, geile Dinger. Da waren jetzt alle, die wir gesehen haben, wirklich eine coole Sache. 2000ste auf der Welt sind wir, ja, Wahnsinn. Gibt es Leute, die das wirklich ernsthaft spielen? Kann man sich hier überhaupt so eine Bestenliste anzeigen? Ja, kann man. Sag mal her, was hat denn so der Erste hier? Eine 1, boah, Alter, Rodin Carlin. Achso, das sind eher ein Formel-2-Auto, oder? Ja, klar, Prema und so. Warum sind denn Formel-2-Autos hier in dieser Rangliste mit drin? Warum sind denn Formel-2-Autos und Supercars zusammen? Das macht ja gar keinen Sinn, aber die besten Supercars sind so die hier, TRL Button mit einer 2.4 Mercedes Black Series. Das ist, glaube ich, das Safety Car, ne? Das Mercedes Safety Car. Ja, ist schon ordentlich viel schneller. Oh ja, auch das kann sich hören lassen. Nun sind wir in dem angesprochenen AMG von vorhin unterwegs in Vegas, also Stadtkurs. Wie angesprochen. Und mit noch einer anderen Kameraperspektive, Cockpit nah. Auch sehr, sehr interessant. Ist irgendwie so eine Mischung aus Cockpit und fast gefühlt aber außen, wenn man nicht so viel vom Innenraum vom Auto sieht. Das ist ganz, ganz interessant. Weiß gar nicht, was gefällt euch am besten? Schreibt es mal rein. Ich bin fast... Ich glaube, mir gefällt das richtige Cockpit am besten, aber die Sicht ist da halt so ein bisschen eingeschränkt. Dafür ist dann die Dachkamera natürlich cool. Das Ding hier, weißt du, ja, das ist so ein Mittelding. Kann man auch machen. Also die sind alle ganz, ganz nett. Das ist cool. Wir müssen sogar gleich auf jeden Fall auch mal eine Runde in der Verfolgercam machen. Ich glaube, das wird sich lohnen. Also Verfolgercam ist zwar bodenlos,
Aber um da mal schön die Flammen hinten zu sehen und den Sound voll mitzubekommen, wird das, glaube ich, eine coole Sache. Oh, wow. Aber ich muss sagen, das hier gerade ist, glaube ich, so mit die angenehmste Erfahrung bisher. Aber liegt vielleicht auch an diesen langsamen Kurven. Wie schon gesagt, langsame Kurven kriegt halt jedes Auto irgendwie vernünftig hin. Und das ist halt eine geile Sache. Wie läuft das Zeug hier jetzt? Ich glaube, nicht mal das wird ganz Vollgas, oder? Nee. Nee, und jetzt ist auch schon zu spät. Jetzt kriegt man das nicht mehr korrigiert. Okay, interessant. Nun, die Schicksalskurve aus der Karriere. Ja, die kriegen wir ganz gut hin. Das Ding hat gute Bremsen immerhin. Das fällt mir hier am ehesten auf. Da habe ich am wenigsten Probleme mit von den ganzen Autos. Was für einen Topspeed schafft man mit so einem Teil? Also auf 300 oder so wird das ja wohl schon gehen hier auf der langen Gerade, oder? Oder nicht mal? War das jetzt zu viel verlangt? Nee, das war, glaube ich, zu viel verlangt. 270? Kriegst du 270 hin? Ja, 270 schafft er, okay. Ja, das ist natürlich für so ein Auto auch gar nicht langsam. Ich weiß nicht, gibt es hier Setups? Es gibt wohl nicht mal Setups, oder? Ich denke, mit etwas Glück kann man auch irgendwie 300 schaffen, wahrscheinlich, wenn man da irgendwas richtig einstellt. Das war ein optimaler Bremspunkt. Ja, aber schön gerettet, schön gewendet nochmal. Ja. Das sind die Supercars in F1 23. Wie gefällt es euch? Das ist das beste Video, was ich hier gemacht habe, glaube ich, oder? Ja. Ich habe mir das ehrlich gesagt anders vorgestellt, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich habe mir vorgenommen, ich mache ein Video, in dem ich die Supercars zeige. Jetzt zeigen wir die in ihrer vollen Pracht. Wow, wow, okay. Gott sei Dank ist das vorbei. Auf geht's, Österreich, wie versprochen in der Verfolgercam. Kann mir vorstellen, dass das, wenn man so ganz casual einfach mit Controller spielt, vielleicht die spaßigste Variante ist mit diesen Supercars. Und ja, wie schon gedacht, soundtechnisch, wow. Das kann was. Und irgendwie, weiß nicht, ob das Auto einfach super geil ist, aber ich glaube nicht, dass das jetzt viel besser ist als alle, die wir bisher hatten. Das wird wohl an der Kamera liegen. Ich fühle mich hier mit der Perspektive sehr viel wohler. Wenn man das alles irgendwie viel besser einschätzen kann. Gut, der Bremspunkt war jetzt ein bisschen bodenlos, aber trotzdem noch okay, jetzt nicht total von der Strecke gefahren. Ja. Das ist vielleicht der Lifehack mit den Dingern. Ja, einfach Verfolgerkamera. Eine Idee, auf die normalerweise wahrscheinlich kein Mensch kommt, weil das halt keinen Sinn macht, aber man kriegt einen geilen Sound, man sieht das Auto schön in voller Pracht, was ja auch irgendwie was ist, was man haben möchte mit den Dingern, wenn man schon mal einmal alle Jubeljahre mit denen spielt. Ja. Ja, also das ist ganz angenehm. Ich glaube, bei dieser Verfolgercamp bleiben wir jetzt aber erstmal für die nächsten ein, zwei Dinger noch. Weil das ist wirklich cool. Ist halt auch eine geile Art, die Autos hier zu präsentieren, wie gesagt. Schönes Ding. Schönes Ding. Das war, glaube ich, mit die sauberste Runde und mit die, bei der ich mich am wohlsten gefühlt habe. Gut, Österreich natürlich auch eine super simple Strecke. Da gibt es jetzt nicht so viel, was man falsch machen kann. Oh, aber auch hier, wow. Scheitelpunkt getroffen. Ja, unfassbar. Ist das das Auto? Muss man fast eigentlich noch eine Runde jetzt mit einer normalen Kamera probieren mit dem Auto. Entweder ist das Ding hier das Beste aller Zeiten. Ja, aber nee, direkt scheiße. Also ich glaube, ohne Scheiß, die Kameraperspektive, die macht sehr, sehr, sehr viel leichter. Also super viel leichter, wirklich. Unglaublich, das habe ich ja nicht erwartet hier heute. Aber es ist nicht nur scheinbar vermeintlich leichter. Es ist vor allem um Welten cooler. Ich genieße das wirklich so ein bisschen. Das ist das erste Mal, dass ich so ein klein wenig Spaß empfinde hier gerade. Nimmt das hier nochmal eine positive Wendung oder was? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es jetzt eine Runde in Imola mit dem F8 Turbo oder wie heißt das? Tributo? Was steht da hinten? Ich weiß es nicht. Kenne mich nicht so ganz aus mit diesen Autos, muss ich gestehen. Schöner Ferrari auf jeden Fall in Italien, so wie es gehört. 7 Gänge hat das Teil sogar. Wow. Das ist nicht ohne für so einen Supercar. Ja, doch hier, ja. Also man kann irgendwie die Entfernung viel besser abschätzen. Man sieht das Auto so richtig schön arbeiten. Das ist halt etwas, was ich mit den Formel-1-Autos nie machen würde, so eine Verfolgercam. Aber mit denen, das ist es wirklich so ein bisschen. Also falls ich wüsste zwar nicht warum, aber falls euch dieses Video Lust gemacht hat, mal die Classic Cars, schön wäre es, die Supercars auszuprobieren, macht das gerne mal mit der Kamera. Wirklich, es ist irgendwie ganz nett. Das Problem ist halt auch hier, dass man hat halt nichts zu tun, ne? Also man fährt ja ein, zwei Runden Time Trial. Ja gut, ich bin jetzt seit fast 40 Minuten hier am Spielen, inklusive Ladezeiten.
reicht halt auch, ne? Reicht halt auch. Ich meine, was soll man noch machen? Es gibt da keinen großen Modus hier mit den Dingern. Keine großartigen Ziele, außer man setzt sich selber irgendwas hier im Zeitfahren. Ist ja auch so ein bisschen das Problem. Ja, nicht nur fahren sich die Dinger nicht super schön, die sind halt vor allem auch echt schlecht einfach eingebunden in das Spiel. Einfach schlecht, muss man wirklich sagen. Da könnte man mehr rausholen. Warum kann man nicht wenigstens Rennen damit machen? Das wäre ja wenigstens vielleicht irgendwie ein bisschen lustig. Aber nein, die sind nur auf Krampf in die Karriere eingebaut, vor jedem Wochenende. Und das war's. Das war's halt wirklich. Der Rest, den man hier noch machen kann, den sieht man hier gerade. Das ist auch wirklich nichts Weltbewegendes. Aber wie schon in Österreich vorhin, war auch das jetzt eine Runde in der Verfolgercam. die wirklich... Network, jetzt mit ein bisschen Track-Limits hier gegen Ende, das ist ja auch relativ egal, weil wir sind hier nicht auf der Jagd nach irgendwelchen Weltrekorden. Ja, schönes Ding. War cool, ja. Es tut fast weh, das zu sagen, aber das hat ein bisschen Spaß gemacht jetzt gerade. Die letzten zwei Dinger, das war auf jeden Fall das Geilste bisher. Aber irgendwann ist dann auch mal gut. Letzte Runde jetzt, letztes Auto, welches wir uns anschauen in dieser Tragödie hier. Und zwar in Silverstone. Nochmal eine sehr, sehr schöne Strecke. Aber ich glaube, eine, die auch schnell unangenehm werden kann. Wie wir schon rausgefunden haben, schnelle Kurven und die Dinger. Das passt halt leider überhaupt nicht. Oder ändert sich auch das jetzt hier in dieser Perspektive? Ich weiß es nicht. Vieles kommt einem halt auch, weiß ich, weniger schlimm vor, wie dieses unerträgliche Untersteuern, was immer noch da ist. Aber durch diese Kameraperspektive ist man eh schon in so einem Modus. Ich spiele nicht so ganz ernst. Und dann kommt man auch damit irgendwie halbwegs klar. Der langsame Abschnitt hier sollte klar gehen. Ja, da kommen wir ganz clean durch. Abschließendes Fazit. Ich weiß, ich glaube, das erübrigt sich so ein bisschen, oder? Es ist unnötig. Gib mir die Classic Cars wieder. Ich habe das jetzt einmal gespielt. Das waren meine Dreiviertelstunde mit den Classic Cars. Dieses Jahr war das. Und sehr viel mehr als das muss es halt auch wirklich nicht werden. Ja. Es ist einfach so ein bisschen verschwendet, dass die hier sind. Also wenn die da sind, müssen die besser eingebunden sein. Und am besten sind sie halt gar nicht da und stattdessen irgendwas anderes. Muss man ehrlich so sagen. Ich meine, selbst wenn man Rennen mit denen spielen kann, ist das auch nichts, was man unbedingt so macht. Oder es ist halt einfach so ein bisschen random. Was machen die hier? Was machen hier die Dinger? Dann gib mir doch lieber Formel 3 oder so. Das wäre sehr viel interessanter noch als das hier. Ich meine, das ist ein Formel 1 Spiel. Ich will hier nicht mit irgendwelchen Supercars durch die Gegend fahren. Ich will geiles Formel 1 Gameplay. Und klar, wenn irgendwelche kleineren Formelklassen noch mit drin sind, das ist super, das passt gut. Aber das Zeug hier, weiß ich ja nicht. Ist es nicht so ganz. Das ist eine erstaunlich erträgliche Runde. Ja, ich glaube, das ist wirklich so, wie ich eben gesagt habe. Man nimmt das halt automatisch weniger ernst aus dieser Perspektive. Schaut sich ein bisschen das schöne Auto an, hört sich den schönen Sound an. Und dann regt man sich nicht so sehr drüber auf, dass sich das handelt wie irgendein Kreuzfahrtschiff oder was auch immer. Auf jeden Fall nicht schön. Ja, auch hier, guck mal, wie sehr ich einlenke. Das ist einfach, es will einfach nicht. Das Ding will einfach nicht. Okay. Letzten paar Kurven, haben wir es geschafft. Das waren die Classic Cars. Meine Erfahrungen mit denen dieses Jahr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Video ist ganz, ganz anders geworden, als ich es mir vorgestellt habe. Aber hey, hatte schon länger auf dem Plan, mal ein Video mit den Dingern zu machen. Wenn es die schon gibt. Und jetzt haben wir es. Es ist leider eine kleine Tragödie, weil man echt wenig mit denen machen kann. Aber ja, das war's. Wenn es euch irgendwie gefallen hat, trotzdem lasst sehr gerne einen Daumen hoch da. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr in den kommenden Tagen noch so an Videos sehen möchtet. Ich meine, die Karriere ist jetzt durch. Alle warten nur noch auf F1 24. Da kann man ruhig ein bisschen Spaß haben mit zum Beispiel sowas hier. Wenn man das als Spaß bezeichnen kann. Ja, dann lasst mich gerne wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!